geschätzte Medienschaffende, geschätzte Gäste, lieber Stefan Widrig, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Medienkonferenz. Neben mir da sitzt der Stefan Widrig, er ist der CEO vom Flughafen Zürich. Wir haben aber noch andere, auch Experten für Sie. Zu meiner linken Hand, einer ist der Stefan Tschudin, er ist der COO vom Flughafen Zürich, und dann der Markus Traber. Er ist der Chefamt für Mobilität, der Ihnen selbstverständlich dann am Schluss für Fragen zur Verfügung steht. Ja, blicken wir kurz zurück. Vor rund 5 Jahren hat das Zürcher Parlament einen Entscheid gefällt, der für mich fast geschichtsträchtig war. Es hat nämlich entschieden, dass das Zürcher Stimmvolk mehr Macht haben soll, wenn es um die Frage geht, ob der Flughafen Zürich Pisten verlängern darf oder nicht. Konkret bedeutet das, dass nicht nur bei einem zustimmenden, sondern auch bei einem ablehnenden Entscheid vom Kantonsrat Unterschriften für ein Referendum gesammelt werden können und damit eben das Volk das letzte Wort hat über die Weiterentwicklung vom Flughafen Zürich. Und heute, meine Damen und Herren, heute treten wir diesen Prozess das erste Mal los. Nochmal ein Rückblick: aufgrund von einer Sicherheitsüberprüfung im Jahr 2012. Aufgrund von dieser Sicherheitsüberprüfung beabsichtigt jetzt die Flughafenbetreiberin Piste 28 und 32 zu verlängern. Und wir möchten Sie heute über das Vorhaben informieren und Ihnen vor allem aufzeigen, welche Rolle am Regierungsrat, am Kantonsrat, aber auch der Vertretung vom Kanton im Verwaltungsrat von der Flughafen Zürich AG und, wie ich es vorher gesagt habe, allenfalls auch am Zürcher Stimmvolk in diesem Prozess zukommen. Und ganz kurz zum Ablauf dieser Medienkonferenz. Nach einer kurzen Einführung wird Ihnen dann der CEO vom Flughafen Zürich, der Stefan Widrig, das Vorhaben vorstellen. Und dann werde ich Ihnen noch mal ganz genau das Verfahren und die Rolle des Kantons erläutern. Und ich werde Ihnen auch aufzeigen, in welchem Punkt oder in welchem Stadium wir uns im Moment befinden. Und selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nachdem Flughafen Zürich AG der Regierungsrat 2019 über den Entscheid informiert hat, dass sie das Projekt Verlängerung der Pisten 28 und 32 Welle vorantreiben, hat sie dann Anfangsjahr formell den Antrag gestellt, dass die 3 Vertreterinnen und Vertreter vom Kanton im Verwaltungsrat dem Projekt zustimmen dürfen. Aber warum hat denn das der Flughafen genau in diesem Ablauf so machen müssen? Der Grund ist eigentlich klar: Verwaltungsratsbeschluss, wo Änderung von der Lage und von der Länge von Pisten betreffen, die brauchen Zustimmung von der Staatsvertretung im Verwaltungsrat. Das heisst, die können nur mit der Staatsvertretung im Verwaltungsrat gefasst werden. Und für solche Verwaltungsratsbeschlüsse erteilt der Regierungsrat nach dem § 19 vom Flughafengesetz der Staatsvertretung eine sogenannte Weisung. Der Flughafen Zürich hat sich also entschlossen, trotz der aktuell sicher sehr außerordentlichen und schwierigen Lage von der internationalen Flugverkehr, trotzdem hat er sich entschlossen, das Projekt jetzt voranzutreiben. Und die Flughafen Zürich AG macht das aus unserer Sicht mit gutem Grund. Die Verlängerung von diesen beiden Pisten ist nämlich sicherheitsrelevant. Und Sicherheit, meine Damen und Herren, Sicherheit, das kann man nicht aufschieben auf einen beliebigen Zeitpunkt. Sicherheit muss man lösen. Und bevor ich jetzt das Wort am CEO vom Flughafen Zürich AG übergebe, möchte ich Ihnen mit dieser Darstellung ganz kurz zeigen, wo wir uns im Prozess jetzt im Moment befinden. Und was sich der Regierungsrat, der Kantonsrat und im Fall vom Referendum auch das Zürcher Stimmvolk, was auf sie zukommt und mit was sie sich werden können befassen. Alle 3, der Regierungsrat, der Kantonsrat und allenfalls auch das Stimmvolk, müssen die entscheidende Frage beantworten, nämlich ob die 3
Vertreterinnen und Vertreter vom Kanton im Verwaltungsrat von der Flughafen Zürich AG die Einreichung von einem Plangenehmigungsverfahren beim Bund für die Verlängerung der Piste, ob sie zustimmen oder ob sie ihr Vetorecht ausüben müssen, dass das eben nicht möglich ist, nicht darf eingereicht werden. Und erst wenn die Staatsvertretung grünes Licht bekommt, dem Vorhaben also zuzustimmen, dann kann der Verwaltungsrat das Plangenehmigungsverfahren beim Bund mit allen Details, die dann zum Plangenehmigungsverfahren kommen, dann einzureichen. Bis also, meine Damen und Herren, der erste Bagger auffahrt, ist also noch ein ziemlich langer Weg. Und damit übergebe ich gerne das Wort dem CEO vom Flughafen Zürich AG für die Vorstellung des Projekts. Das Wort bitte, Stefan. Danke, Carmen. Guten Morgen, geschätzte Medienschaffende. Gern gehe ich auf die Hintergründe ein, zum Sinn und Zweck von diesen Pistenverlängerungen, stelle das Projekt vor und versuche Ihnen dabei vor allem einerseits die Mängel am heutigen System aufzuzeigen, die wichtigsten Projektelemente vorzustellen und dabei auch zu erläutern, wo der konkrete Nutzen von diesen Pistenverlängerungen liegt. Wenn wir von oben auf den Kanton Zürich schauen, ist der Flughafen als grosse Anlage nicht zu übersehen. Der Kanton Zürich hat den grössten Nutzen vom Flughafen, aber sicher auch am stärksten mit den Auswirkungen vom Flughafen betroffen. Und darum ist eine stete Abwägung erforderlich, letztlich einerseits zwischen der internationalen Anbindung, die auch für den Wohlstand mitverantwortlich ist, auf der einen Seite und der Sicherstellung von einer höheren Lebensqualität auf der anderen Seite. Ich denke, die Entwicklung und Prosperität vom Flughafen und vom Kanton hängen eng zusammen. Und der Flughafen weiss auch, dass er sich letztlich nur mit der vollen Unterstützung der Bevölkerung vom Kanton Zürich auch weiterentwickeln kann. Und darum ist es für uns auch absolut wichtig und richtig, dass alle Stakeholders einbezogen werden bei einer Frage wie dieser Pistenverlängerung, die jetzt auf dem Tisch liegt. Die Aufgabe von uns als Flughafen Zürich AG ist letztlich ein reibungsloser Betrieb im Rahmen der politischen Vorgaben am Flughafen sicherzustellen und auch die ganze Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur Luftfahrt zu übernehmen. Und das oberste Gut für uns als Flugbetreiberin ist am Schluss die grösstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Wenn Sie Zürich anfliegen, dann haben Sie das Interesse daran, dass auch bei Regen, auch bei Schnee, auch bei starken Windverhältnis jederzeit Flugzeuge absolut sicher starten und landen können. Und darum arbeiten auch alle beteiligten Flughafenpartner ständig daran, dass die Sicherheitsmarge noch weiter kann verbessert werden. Für die Akzeptanz bei der Bevölkerung wiederum entscheidend ist aus unserer Sicht ein sehr hohes Maß an Verlässlichkeit. Aus welcher Himmelsrichtung, wenn geflogen wird, soll genau so sein, wie es auch vorgegeben ist. Und es soll letztlich auch möglichst wenig Verspätungen geben, insbesondere am Abend. Und genau diese zwei Aspekte, die Sicherheit einerseits und eine hohe Verlässlichkeit der geltenden Betriebskonzepte andererseits, bilden die zwei Auslöser letztlich vom Projekt zur Pistenveränderung und führen auch dazu, wieso es aus unserer Sicht auch zum jetzigen Zeitpunkt absolut richtig ist, den Prozess weiterzugehen. Das Projekt führt zudem auch zu weniger Verspätungen, weniger Nachtflüge und auch weniger Lärmbetroffenen insgesamt im Kanton Zürich. Warum das so ist, werde ich Ihnen jetzt ausführen. Aber fangen wir zuerst noch schnell an bei den Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen. Wir haben einerseits am Flughafen Zürich ein Pistensystem, das seit 45 Jahren unverändert ist, aufgrund der historischen Lage von der Piste haben wir sehr komplexe Verfahren und wir haben sehr viele Kreuzungen am Boden und in der Luft am Flughafen Zürich. Zudem, das sehen Sie rechts auch auf dieser Grafik, haben wir unterschiedliche Pistenlängen am Flughafen Zürich. Die kürzeste Piste ist 2,5 Kilometer, die längste 3,7 Kilometer und die kürzeren Pisten sind nicht für alle Flugzeugtypen einsetzbar.
Wir haben insbesondere zusätzliche Einschränkungen bei gewissen Wind- und Wetterlagen. Bei starkem Wind oder bei nasser Piste sind gewisse Pisten dann nicht einsetzbar. Und der Flugplan, der ist leider nicht am Wetter anpassbar. Sie buchen ihren Flug lang im Voraus. Der Flugplan muss aber jeden Tag gleich abgewickelt werden und das führt dann genau zu diesen Verspätungen im heutigen Betrieb. Zudem haben wir heute eine ganz andere Sicherheitskultur, auch andere Anforderungen. Carmen hat es schon gesagt, in der letzten umfassenden Sicherheitsüberprüfung hat die heute vorgestellte Pistenverlängerung ist als eine der wichtigsten Massnahmen auch hervorgehoben worden. Zudem führt das Projekt zu einer deutlichen Reduktion der Komplexität und das wiederum ist auch aus Sicherheitssicht einer der grössten Punkte zur Elimination von auch menschlichen Fehlerquellen. Weil wir auch die erhöhte Sicherheitskultur haben, das hat dazu geführt, dass über die letzten 20 Jahre die verfügbaren Stundenkapazitäten laufend reduziert worden sind. Wir haben heute auch deutlich weniger Flüge in den bestimmten Wind- und Wetterlagen als zu früheren Zeiten. Während das Pistensystem seit 45 Jahren unverändert ist, hat sich die Bedeutung der internationalen Anbindung wesentlich verändert. In der Schweiz haben wir zum Zeitpunkt, wo die letzte Pistenanpassung stattgefunden hat, 6 Millionen Einwohner gehabt, heute rund 8,5 Millionen Einwohner. Das BIP der Schweiz hat sich in dieser Zeit mehr als verdreifacht. Und so haben sich auch die Passagiere am Flughafen seither deutlich erhöht. Flugbewegungen heute sind aber um 50'000 Bewegungen tiefer, als das noch vor 20 Jahren gewesen sind. Das ist wesentlich dem geschuldet, dass man heute grössere Flugzeuge hat mit einer deutlich besseren Auslastung. Und so hat man einen Grossteil von dem zusätzlichen Volumen abwickeln, ohne dass es mehr Bewegungen gegeben hat. Zu den übergeordneten Rahmenbedingungen gehört auch der Sachplan Infrastruktur Luftfahrt, der SIL. Das entspricht letztlich dem Konsens von allen Stakeholders, wo in langen Verfahren festgelegt worden ist, wie wir den Flughafen sollen betreiben, was ist der Bundesauftrag, wann wird wie geflogen am Flughafen Zürich. Im SIL sind Pistenverlängerungen bereits vorgesehen und es ändert sich auch nichts an den festgelegten Betriebskonzepten oder an den Zeiten, wenn wie aus welcher Himmelsrichtung geflogen wird. Das bleibt alles gleich und entspricht auch den Rahmenbedingungen, wie sie politisch festgelegt worden sind. Und dann sind wir gerade bei diesen Betriebskonzepten, wie sie heute am Flughafen Zürich gelten. Wir haben am Tag links auf der Grafik das sogenannte Nordkonzept mit Landungen aus Norden und Starts Richtung Westen und Süden. Am Abend während der deutschen Sperrzeiten sowie am Tag bei Westwind fliegen wir das Ostkonzept. Das sind Landungen aus dem Osten und Starts Richtung Norden. Und ganz früh am Morgen, aufgrund der deutschen Sperrzeiten, wird aus Süden gelandet und nach Norden gestartet, wie Sie rechts sehen können. Während wir im Normalfall 66 Bewegungen pro Stunde etwa fliegen können, sind es im Südkonzept 50 Bewegungen pro Stunde, bei Westwind etwa 60 und bei Bise rund 45 Bewegungen pro Stunde. Und wie ich vorher schon gesagt habe, können wir leider den Flugplan nicht am Wetter anpassen. Und das führt dann genau zu diesen Verspätungen, wenn wir schwierige Wind- und Wetterlagen haben am Flughafen Zürich. Und darum ist immer auch ein Kernauftrag für uns, die Verfahren robuster zu machen, damit sie eben bei allen Wetterlagen funktionieren und gleichzeitig auch ein hohes Maß an Sicherheit und Verlässlichkeit kann gewährt werden. Bei den Pistenverlängerungen, die wir heute darüber reden, die fokussieren sich ausschließlich auf das Ostkonzept, wie es am Abend und bei Westwind vorgegeben ist. Ändern soll sich das, was Sie hier auf der Grafik gel eingezeichnet sehen. Dabei soll die Piste 28 um 400 Meter nach Westen verlängert werden und die Piste 32 um 280 Meter nach Norden. Wie man das auch bildlich erkennen kann, handelt es sich lediglich um kleine Optimierungen der bestehenden Pisten. Wir reden also weder über einen Neubau von Pisten noch über eine neue Konfiguration vom bestehenden Pistensystem.
Zusammenhänge rund um die flugbetrieblichen Verfahren, wissen Sie auch, sind komplex. Es bestehen ganz viele Abhängigkeiten. Neben den aviatischen Abhängigkeiten gibt es auch topografische Rahmenbedingungen, es gibt meteorologische Zusammenhänge, die sicherheitsspezifischen Vorgaben und am Schluss auch noch die politischen Vorgaben. Wir haben auf unserer Homepage versucht, das auch in einem Film noch ein bisschen besser aufzuzeigen, die verschiedenen Abhängigkeiten im dreidimensionalen Raum. Und mittels dem QR-Code in der Präsentation gelangen Sie auf einen Film auf unserer Homepage, wo ein paar Minuten geht, wenn Sie sich noch vertieft wollen, ins Thema eindenken. Auf der nächsten Folie sind die Vorteile von einer Verlängerung der Westpiste aufgeführt in Bezug auf die Landungen. Also das sind die Landungen aus dem Osten. Es geht einerseits um eine Verbesserung der Sicherheitsmarge, weil das Risiko von einem Overrun, von einem Überschüssen vom Flugzeug bei der Landung über die Piste raus deutlich verkleinert werden kann. Als zweiter Vorteil wird die Meteo-Verfügbarkeit vom Ostkonzept am Abend verbessert. Wegen der längeren Piste muss man am Abend bei schwierigen Wetterlagen weniger häufig auf das dann eigentlich nicht vorgesehene Südkonzept den Flugbetrieb generell umstellen. Der dritte Punkt, der betrifft die Einzelfälle, wo ein Pilot meistens mit einem schweren Flüger verlangt, dass er trotz Ostkonzept aus dem Süden kann landen kann, weil es die längste Piste am Flughafen Zürich ist. Das ist vor allem auch bei nassen Pisten oder bei Beisen oft der Fall. Und das führt dann wegen einem einzelnen Flüger zu sehr komplizierten Betriebsumstellungen im Luftraum, weil gleichzeitig mit dem Südanflug auch der Landebetrieb von der Piste 28 für 3 bis 4 Landungen muss unterbrochen werden und auch Starts während der Zeit nach Norden mit möglichen Durchstarts nicht können stattfinden. Und das ist auch einer der wesentlichen Gründe, dann wieder, wo zu Verspätungen in diesen unerwünschten Nachtstunden führt. Last but not least will der Süden, und da geht es vor allem um den engeren Süden am Flughafen, deutlich dichter besiedelt ist als der Osten, führt der Verzicht auf solche unplante Umleitungen auch zu einer Reduktion von der Anzahl Lärmbetroffenen im Kanton insgesamt. In Bezug auf die Starts von der Piste 28 entsteht ebenfalls eine Verbesserung von der Sicherheitsmarge beim Startabbruch. Starts haben wir am Tag ja nach Westen. Und gleichzeitig besteht keine Gefahr, dass jetzt plötzlich wegen der längeren Piste grössere Flugzeuge können, insbesondere Langstrecken, nach Westen starten, weil da ist der limitierende Faktor nicht die Pistenlänge, sondern der limitierende Faktor ist die Hügelkette bei Rümlang, die festlegt, welche Flüger mit welchem Startgewicht können starten können. Und diesbezüglich besteht keine Gefahr, dass jetzt mit der längeren Piste plötzlich Langstrecken nach Westen würden starten. Auf der nächsten Folie sind die Vorteile von einer Verlängerung von der Piste nach Norden aufgeführt. Die sogenannte Piste 32 wird mit der Verlängerung etwa gleich lang wie die Piste 34 und kann jetzt für Starts von fast allen Langstreckenflugzeugen am Abend verwendet werden. Im Gegensatz zu der Piste 34 hat es bei der Piste 32 keine Kreuzungen mit der Piste 28. Und Piste 28 ist ja genau die am Abend gleichzeitig gelandet wird. Und durch das, wenn die Flüger auf der Piste 32 starten können, kann man Kreuzungen eliminieren, wiederum Komplexität reduzieren und auch die Rolldistanzen der Flüger am Boden deutlich verkürzen. Auch das ist wieder ein wesentlicher Punkt, auch, dass möglichst alle Flüge vor dem 11 können abgewickelt werden. In Bezug auf die Landungen auf der Piste 32, das sind die Landungen aus dem Norden, die auch über Deutschland kommen, bleibt alles beim Alten, weil die heutige Landeschwelle, also das ist der Punkt auf der Piste, wo das Flugzeug auch aufsetzt, am gleichen Ort bleibt wie heute. Und es entsteht da keine Änderung von der Lärmbelastung im Norden, weil sich die Piste nördlich verlängert. Im Detail noch auf der nächsten Folie aufgeführt, wieso eine kleine Verlängerung von dieser Piste 32 im Norden
doch zu einer grossen Vereinfachung der Verfahren am Boden führt, insbesondere bei den Langstrecken. Am Abend rot eingezeichnet ist der Prozess, wenn er heute ist. Grün eingezeichnet ist der Prozess, wenn er stattfinden kann, wenn die Piste verlängert wird. Das Langstreckenflugzeug steht in der Regel im Dock E, das ist das Gebäude nördlich von der Piste 28. Am Abend müssen die Flüger nach Norden starten. Das heisst, wenn der Flüger zu schwer ist, zu gross ist, als dass er auf der Piste 32 starten kann, dann muss er ganz in den Süden runter gehen. Für den Startpunkt kreuzt dann Piste 28, startet dann Richtung Norden, kreuzt Piste 28 wieder. Das ist ja die Piste, wo dann die Flüger auch landet. Und gleichzeitig sind auch die Flüger, die auf der Piste 28 landet, kreuzen wieder den Rollweg von der Piste 34. Und so sind mit dieser Massnahme anstelle von vier Pistenkreuzungen, die es bei einer Langstrecke am Abend braucht, gar keine mehr nötig. Die Rollwege werden deutlich kürzer. Das ist gerade für die Flüger, die nach Südamerika, Fernost und Südafrika wegen der Zeitzone erst am Abend rausgehen können, entscheidend, dass die gleich vor dem 11 Uhr abgewickelt werden können. Und so, denke ich, hat doch die kleinen Massnahmen eine grosse Wirkung auf die Abwicklung am Boden und die Verlässlichkeit des Gesamtsystems. Auf der nächsten Folie geht es noch ein bisschen ums Bauprojekt als solches. Sie sehen rot, wo es bauliche Veränderungen gibt. Nebst der Piste selber ist im Westen auch eine zusätzliche Brücke über Glatt notwendig. Die wird integriert auch ins Projekt von der Glatt-Renaturierung, wo ohnehin geplant ist. Ebenso muss die Kantonstrasse bei Rümlang umgeleitet werden und der Rad- und Bleiderweg müssen verschoben werden. Es ist keine Besiedlung tangiert und das Industriegebiet in Rümlang ist auch nicht betroffen. Bei der kleinen Verlängerung im Norden findet alles innerhalb des heutigen Flughafen Zun statt und die Kantonstrasse zwischen Bachenbühlach und Oberglatt ist nicht betroffen. Wir gehen von Gesamtkosten für all die Massnahmen von etwa 250 Millionen Franken aus. Alle Projekte werden durch die Flughafen Zürich AG aus den Gebühren der Flughafennutzer finanziert. Die Plangenehmigungsgesuche, also die eigentlichen Baugesuche, die können erst nach dem politischen Prozess eingereicht werden. Es ist davon auszugehen, dass nachher auch noch der ganze Gerichtsweg durch sämtliche Instanzen geführt werden muss. Und darum ist nicht mit einem Baubeginn vor 2030 zu rechnen. Also es wird noch grössenordnung 10 Jahre gehen, bis überhaupt mit dem Baubeginn kann angefangen werden. Es macht darum für uns auch wenig Sinn, aufgrund von der Pandemie das Projekt jetzt zu stoppen. Es sind sehr langfristige Prozesse mit einer 20-jährigen Planungs- und Realisierungszeit. Es sind primär Sicherheitsüberlegungen im Vordergrund, die Verlässlichkeit des Gesamtsystems. Es geht nicht um Wachstum oder Kapazitätsüberlegungen. Und wir werden letztlich auch in 20 Jahren der nächsten Generation wieder einen funktionierenden Flughafen überlassen. Und das gelingt nur, wenn man ständig auch an der Optimierung von kleinen Sachen schafft. Zum Schluss von meinem Teil noch ein Wort zu der Lärmbelastung. Entsprechende Berichte sind unabhängig durch DEMPA erstellt worden. Auf dieser Folie eingezeichnet sehen Sie die Lärmkurve, wie sie am Planungswert für Wohnzonen mit der umhüllenden Tag- und Nachtbelastung entsprechen. Die blauen Gebiete werden durch Pistenverlängerung entlastet. Das ist vor allem im Süden deutlich erkennbar, im Westen leicht. Und die roten Gebiete sind zusätzlich ein bisschen mehr belastet. Das betrifft primär den Osten mit den zusätzlichen Anflügen am Abend. Weil der Süden deutlich dichter besiedelt ist als der Osten, sind künftig insgesamt weniger Personen von Grenzwertüberschreitungen betroffen, wenn man das Projekt realisiert. Als Fazit möchte ich den Nutzen der Pistenverlängerungen wie folgt zusammenfassen. Es handelt sich
nicht um eine Kapazitätserhöhung, sondern eine Stabilisierung des bestehenden Systems. Es geht insbesondere um die Verlässlichkeit der heute geltenden Betriebskonzepte zu erhöhen, weil keine Betriebsumstellungen bei schwierigen Wetter- und Windlagen notwendig werden. Ebenso kann die Sicherheitsmarge erhöht werden, weil Kreuzungen am Boden wie auch von startenden und landenden Flugzeugen reduziert werden. Und damit können wir auch den Betrieb erreichen mit weniger Verspätungen und weniger Flügen nach dem 11 und auch insgesamt weniger Lärm betroffenen. Ich denke, die Pistenverlängerung ist aus unserer Sicht im Interesse von allen Stakeholders, wenn man eine Gesamtsicht auf den Flughafen legt. Sie erlaubt uns letztlich den Flughafen auch für die nächste Generation verlässlich und sicher zu betreiben, was ja wahrscheinlich als primäre Anliegen von der Allgemeinheit ist. Damit bin ich am Schluss angelangt und gebe zurück an die Volkswirtschaftsdirektorin. Danke vielmals am CEO vom Flughafen Zürich, am Stefan Widrig. Und ich komme jetzt nochmal zum kantonalen Verfahren. Wie das bereits gesagt ist, der Entscheid basiert auf dem Sachplan Infrastruktur Luft, wo der Bund bereits beschlossen hat und wo der Bund klar die Vorgabe von der Pistenverlängerung als sicherheitsrelevant erklärt hat. Ich erinnere daran, auch der SIL, die letzte Revision vom SIL, war ein Sicherheits-SIL. Dann hat der Flughafen die Beschreibung gemacht, wie das jetzt vorgestellt worden ist, wie das in etwa angedenkt ist, die Pistenverlängerung 28 und 32 und die entsprechenden Konsequenzen. Es ist so, Verwaltungsratsbeschlüsse über die Änderung von Lage und Länge von Pisten, die brauchen Zustimmung von der Staatsvertretung im Verwaltungsrat. Und ohne ihre Zustimmung kann das Vorhaben nicht realisiert werden, wegen der Sperrminorität, ich habe es erklärt. Und damit die drei vom Kanton abgeordneten Mitglieder dem Vorhaben können zustimmen, muss zuerst der Regierungsrat nach § 19 eine zustimmende Weisung erteilen. Kommt jetzt der Regierungsrat zum Schluss, dass er keine zustimmende Weisung erteilen kann, meine Damen und Herren, dann wäre das Verfahren erledigt. Dann wäre es fertig, oder im Verfahren. Der Verwaltungsrat könnte also kein Plangenehmigungsverfahren einleiten. In dem vorliegenden Fall hat der Regierungsrat aber am 19. Mai beschlossen, darum auch die Medienkonferenz von heute, dass er eine zustimmende Weisung erteilt. Und damit geht jetzt das Geschäft in den Kantonsrat. Und der Kantonsrat muss die Weisung vom Regierungsrat, die zustimmende Weisung, genehmigen. Oder eben nicht genehmigen. Und der Beschluss vom Kantonsrat untersteht am fakultativen Referendum. Wie ich Ihnen am Anfang gesagt habe, unabhängig davon, ob der Kantonsrat die Weisung genehmigt oder ob er sie nicht genehmigt, ablehnt, in beiden Fällen kann das Referendum ergriffen werden. Das heisst, das Volk hat in jedem Fall, in beiden Fällen, das letzte Wort. Das heisst, wenn genügend Stimmen zusammenkommen, kommt es in jedem Fall zu einer Volksabstimmung. Das Zürcher Stimmvolk hat dann dem Vorhaben an der Urne endgültig, kann das endgültig beenden. Er kann Nein sagen. Aber das Stimmvolk kann auch grünes Licht geben. Und erst wenn der kantonale Prozess über Regierungsrat, Kantonsrat und allenfalls Stimmbevölkerung abgeschlossen ist und feststeht, wie sich die Staatsvertretung im Verwaltungsrat zu positionieren hat, erst dann kann der Verwaltungsrat im positiven Volksentscheidsfall dem Vorhaben zustimmen. Und erst dann, das ist mir wichtig zu betonen, erst dann fährt die Detailprojektierung an. Detailprojektierung, das heisst, das bundesrechtliche Plangenehmigungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Rechtsmittelverfahren, wie das der CEO gesagt hat, etc. etc. Es geht also in dem jetzt lancierten kantonalen Verfahren darum zu entscheiden, ob das Plangenehmigungsverfahren denn je ausgelöst werden kann. Der Herr Widrig hat es auch gesagt, es ist kein Projekt vom Kanton, es ist ein Projekt von der Flughafen Zürich AG. Das ist vielleicht auch etwas Besonderes, aber das ist so. Und darum legt dann der Flughafen das Projekt fest
Und er tut das schlussendlich begleiten und aus dieser Konsequenz heraus, es tut es auch den Flughafen finanzieren. Und damit komme ich noch zum Begriff der Weisung nach § 15 vom Flughafengesetz. Ich möchte Ihnen das noch etwas näher erklären. Die Weisung beinhaltet den Entscheid, ob die Staatsvertretung im Verwaltungsrat, ob ihr erlaubt ist, der Einleitung vom Plangenehmigungsverfahren beim Bund zuzustimmen. Und der Entscheid, der erfolgt jetzt aufgrund von dem sogenannten generell gehaltenen Projektbeschrieb, wie das der Herr Widrig ausgeführt wird. Auf dieser Grundlage muss man entscheiden. Und der weist alle wesentlichen Aspekte vom Vorhaben auf, ist aber kein Detailprojekt. Der Regierungsrat hat den Projektbeschrieb anhand von den Vorgaben vom SIL, wo das klar auch eine Forderung vom Bund ist, aber auch auf den klaren Vorgaben vom kantonalen Richtplan, auf den klaren Vorgaben vom heutigen Betriebsreglement, aber auch von seiner kantonalen Flughafenpolitik und last but not least auch in einer Beurteilung der Auswirkungen auf die Bevölkerung. Und das hat man bei der ZFI-Darstellung gut gesehen, aufgrund der Beurteilung dieser Auswirkungen müssen beurteilen. Und er hat das beurteilt. Denn nur, wenn der Projektbeschrieb mit all diesen Beurteilungskriterien vereinbar sind, kann und will der Regierungsrat der Staatsvertretung die entsprechende Erlaubnis zur Zustimmung erteilen. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es also nicht um eine fachliche oder rechtliche Beurteilung von einem Detailprojekt. Der folgt später über das Plangenehmigungsverfahren. Es ist auch noch kein Entscheid über die Art oder von der Nutzung und den Detailbetrieb. Das entscheidet der SIL, der Sachplan Infrastruktur, und das wird auch im Detail im Betriebsreglement bestimmt. Und schließlich können mit dieser Weisung auch nicht die geltenden Vorgaben, die wir haben vom SIL oder vom Betriebsreglement, geändert oder neu festgelegt werden. Diese Abänderungen müssten in diesem Verfahren vom SIL oder vom Betriebsreglement geändert werden. Falls man das anders würde beurteilen würde, dann müssen wir das in einem anderen Verfahren machen. Das heisst, der Regierungsrat hat also am 19. Mai gestützt auf den Projektbeschrieb und auch die Beurteilungskriterien, die ich Ihnen erwähnt habe, der Staatsvertretung im Verwaltungsrat eine zustimmende Weisung erteilt. Nach Auffassung der Zürcher Regierung handelt es sich beim vorliegenden Verfahren und der vorliegenden Absicht, die Absicht der Pistenverlängerung, ganz klar um eine Massnahme zur Erhöhung der Sicherheit und zur Stabilisierung des Betriebs am Flughafen. Der Regierungsrat hat der Pistenverlängerung ja bereits zugestimmt, damals, wo es um den SIL gegangen ist und auch das Objektblatt. Und das war bereits im Februar 2007. Und der Regierungsrat hat damals schon gesagt, weil es eben sicherheitsrelevant ist, könne er sich dem anschliessen. Der Regierungsrat ist auch zum Schluss gekommen, dass zwischen dem vorliegenden Pistenprojekt und den maßgeblichen Beurteilungskriterien kein Widerspruch ist. Vor allem erfreulich ist, das möchte ich da sagen, dass die Pistenverlängerungen nach den Berechnungen der EMPA, und das ist, wie das der Widrig gesagt hat, eine unabhängige Institution, die EMPA klar zum Resultat kommt, dass insgesamt im Kanton mit einer Verbesserung, also mit einer Entlastung der Fluglärmbelastung zu rechnen ist. Das heisst darum, dass für den Regierungsrat Voraussetzungen für die Erteilung von einer zustimmenden Weisung erfüllt waren. Und darum hat er ja auch die zustimmende Weisung erteilt. Der Antrag geht jetzt ans Parlament, wo die Weisung genehmigen kann oder eben nicht genehmigen will. Und zum Schluss möchte ich einfach nur mal erwähnen, es ist wirklich so, die Regierung hat ein grosses Interesse daran, einerseits an einem stabileren Betrieb, weil mehr Stabilität heisst weniger Verspätungen und weniger Verspätungen heisst weniger Lärmbelastung für die Bevölkerung während der Zeit des Verspätungsabbaus, aber auch in der Nacht. Und der Regierungsrat hat auch klar gesagt, dass Sicherheitsanliegen da ist. Ich meine, das sieht jeder,
wenn man auf die Piste anschaut, dass die Kreuzungen aus heutiger Sicht nicht mehr gut sind, dass sie ein Sicherheitsrisiko sind. Das hat auch der Sicherheitsbericht 2012 ganz klar gesagt. Und darum ist es auch im Interesse von der Regierung, da die entsprechenden Schritte jetzt in den Weg zu leiten. Damit wäre ich am Ende auch der Erweiterung von unseren Ausführungen. Und wir stehen Ihnen jetzt sehr gern für Ihre Fragen zur Verfügung. Wem darf ich das Wort geben für eine Frage? Ja, Herr Hotz. Erweiterung, es ist ein bisschen schnell gegangen. Die stündlichen Kapazitäten bei den verschiedenen Konzepten, können Sie denn einmal wiederholen? Nord-Ost. Im Nordkonzept, im Tageskonzept haben wir 66 Bewegungen pro Stunde. Die haben sich in den letzten 25 Jahren nicht verändert nach oben, im Gegensatz nach unten. Im Südkonzept sind es 50 Bewegungen, bei Westwind 60 Bewegungen und bei Bise rund 45 Bewegungen pro Stunde. Die haben sich schrittweise reduziert, die Kapazitäten, eben genau wegen dieser höheren Sicherheitskultur. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass über die letzten 20 Jahre, vor allem bei schwierigen Wetterlagen, die Verspätungssituation immer kritischer geworden ist. Und das hat auch mit den Vorfällen zu tun, natürlich, die am Flughafen gewesen sind. Und auch die Fälle, die ja bei Ihnen bekannt ist, oder? Im Zusammenhang mit der Sky Guide, dass natürlich da man immer restriktiver geworden ist, auch ganz sicher, dass man vorsichtig sein muss. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass die Rahmenbedingungen immer enger geworden sind. Wem darf ich, Frau Minor? Das Westkonzept nimmt mich wunder, wie viel Kapazität dann ist mit der Pistenverlängerung. Und daran anschliessend die Frage, besteht nicht Gefahr, beziehungsweise wer sichert den Anwohner im Osten zu, dass das Westkonzept dann nicht so attraktiv wird, dass in Zukunft nur noch nach dem Westkonzept geflogen wird? Sie meinen mit dem Westkonzept Landungen aus Osten? Sagen wir Ostkonzept. Ost und West. Absolut verstehe, dass es für jemanden, der jeden Tag damit zu tun hat, sehr kompliziert ist. Aber die einfache Aussage ist, es gibt überhaupt keine Änderungen am Ziel, es gibt überhaupt keine Änderungen am Betriebsreglement. Und darum wird genau gleich geflogen wie heute, aber es gibt weniger Abweichungen von diesen Vorgaben. Also am Abend ist ja geplant, dass das Ostkonzept ist und wir haben wegen der Meteo-Verfügbarkeit und wegen den einzelnen Südlandungen Abweichungen von dem eigentlich vorgegebenen Ostkonzept. Und die Abweichungen werden geringer sein. Aber das entspricht genau den bestehenden Vorgaben im SIL und im Betriebsreglement. Falls es zu Änderungen kommen sollte, was die Zeiten betrifft, wenn aus welcher Richtung geflogen wird, wenn welches Konzept gilt, dann braucht es eine Änderung im SIL, dann braucht es eine Änderung im Betriebsreglement, in diesen Verfahren, wo dann wieder letztlich die Politik muss entscheiden. Und das geht bei der Pistenverlängerung ganz klar nicht, sondern es geht um die Systeme, wie sie jetzt vorgesehen sind, verlässlich können abzuwickeln. Aber Garantie haben die Anwohner in dem Sinn nicht, dass sich nicht am Ziel irgendwann etwas ändert. Also ich meine, aber sie haben absolute Garantie, dass der Flughafen nichts machen kann, sondern dass wenn schon die Mehrheit von der Politik hinter diesen Entscheid muss stehen. Und sonst gibt es keine Veränderung. Und dass wir letztlich nicht für immer und ewig etwas sakrosankt machen, das entspricht ja wieder dem Bedürfnis von der Allgemeinheit. Aber das sind absolut politische Prozesse und nichts, die der Flughafen könnte, die Reihe in irgendeiner Art machen. Also wir würden ja dann das unter Umständen als eine wesentliche Auswirkung auf den Lärm betrachten, im Sinne von § 14 vom Flughafengesetz. Und damit wäre ja die Entscheid dazumal zum Ziel oder zum Betriebsreglement wieder der Sperrminorität unterstellt. Weil das ist ja jetzt in diesem Verfahren neu. Der Paragraph 14 ist schon klar, aber das Verfahren ist jetzt ja neu, oder? Von der Mitgestaltung von den Instanzen. Also das kann nicht, mit anderen Worten, das kann man nicht einfach wieder beschliessen oder ändern. Sondern es hat genau die gleichen klare und harte Vorgaben zu erfüllen, wie das jetzt bis der Verlängerung auch muss machen. Ist gut. Sie ist doch der Bund zuständig, oder? Ja,
Aber die, im Ziel hat, ist natürlich auch die Mitwirkung von der, vom Kanton da, die Mitwirkung von der Gemeinde, von den Stakeholders. Und nachher kommt das Betriebsreglement, das auf dem Ziel dann wiederum basiert. Wir haben immer eine doppelt negative Einwirkung. Mhm. Oder? Also die Raumplanung übergeordnet vom Bund braucht dann immer noch das Betriebsreglement, wo der Kanton die volle Mitbestimmung hat. Mhm. In dem Sinn können auch beide Gremien mitbestimmen. Ich muss einfach sagen, ich war ja dabei, in der letzten Ziel-Revision haben wir uns ja auch eingebracht stark und das ist einfach das, was der Bund fordert. Und ich habe nicht das Signal, dass jetzt da ein System soll geändert werden vom Bund, sondern wir basieren jetzt eigentlich auf dem System, das wir heute haben, mit den Vorgaben, die uns das Ziel gibt. Gleich noch generell zum Verhältnis Sicherheit und Kapazität. Also Sicherheit ist das Oberste und wenn die Verhältnisse kompliziert sind und man einen sicheren Betrieb hat, geht das auf Kosten der Kapazität, wenn man die Komplexität reduziert, wird dann nicht zwangsläufig die Kapazität vom Flughafen insgesamt erhöht. Also Es hat eine Kapazitätskomponente, weil es ja durch das einfacher ist, oder? Und wir haben aber klar gesagt, und das ist auch immer die Haltung von der Zürcher Regierung zu dem Ziel und zu dem Betriebsreglement, dass die Reserve, die entsteht, für die Stabilität muss dienen. Weil wir haben tatsächlich die Herausforderungen im Verspätungsabbau, wir haben zu viel systemische Flüge, die noch zwischen 11 und 11:30 müssen abfliegen. Und wir wollen eigentlich in einem stabileren Betrieb, wo der Verspätungsabbau mehr die Ausnahme dann ist, wenn halt irgendetwas Ereignis ist, dass es nicht vorher möglich ist, ein echter Verspätungsabbau. Das heisst, der Flughafen ist gehalten, die Reserve in die Stabilität des Betriebs und in den Abbau der Verspätungen zu investieren. Vielleicht das noch mit einem Beispiel untermauern. Am Tag, wenn es ein Nahkonzept ist, hat der Flugplan geplant mit diesen 66 Bewegungen pro Stunde. Den brauchen wir nie, außer in diesen 2 Stunden, wo die Wellenspitze mit den Langstrecken reinkommt. Ohne das könnten wir die Langstrecken nicht abwickeln. Und jetzt haben sie Westwind und wir müssen auf das Ostkonzept umstellen während Westwind. Wir wissen nicht, wann das Westwind ist. Also wir können den Flugplan nicht so planen. Und das führt dazu, dass man dann mit der tieferen Kapazität letztlich die Rotationsverspätungen hat, die man gar nicht anders lösen kann. Wegen dem können wir jetzt nicht die Kapazität im Nordkonzept erhöhen. Die bleibt genau gleich. Das heisst, der Flugplan bleibt auch genau gleich. Aber wir können bei Westwind sicherstellen, dass auch dann ein pünktlicher Betrieb kann abgewickelt werden kann. Und das ist der grösste Vorteil letztlich von dem System mit der verlängerten Piste. Ja, Frau Minor. Ich habe jetzt gerade noch mal eine Nachfolgefrage zu dem pünktlichen Betrieb. Die Erfahrung zeigt, dass unter Volllast der Flughafen an maximal 4 oder 5 Tage im Jahr wirklich am 11 Uhr Betriebsschluss ist. In der Regel wird zwischen 11 und 11:30 noch geflogen für den Verspätungsabbau, der ja eigentlich eine Ausnahme sein sollte. Die Frage ist jetzt, bei dieser Pistenverlängerung, da wird es ja massiven politischen Widerstand geben. Ist da irgendetwas geplant, an Überlegung, dass man der Bevölkerung wenigstens mehr Sicherheit gibt, dass zwischen 11 und 11:30 am Abend nicht mehr so häufig geflogen wird? Also wenn Sie schon von Verspätungsabbau reden, oder? Offensichtlich funktioniert es ja auch bei Normalbetrieb nicht. Ja, ich muss jetzt aber eine Lanze für den Flughafen und auch für das System. In den letzten Jahren haben wir wirklich an dem Verspätungsabbau geschafft. Also mit ganz verschiedenen Massnahmen. Natürlich sind das zum Teil kleine Massnahmen gewesen, aber sie haben gewirkt. Sie haben gewirkt, die Massnahmen im Verspätungsabbau. Aber der ganz grosse Hebel ist natürlich tatsächlich, dass wir ein Pistensystem haben, das verlässlicher ist, damit man auch wieder verlässlicher planen kann. Aber die Verspätung, eine richtige Verspätung per se, ist auch nach Bundesgerichtsentscheid erlaubt. Also man kann auch späten, aber es muss halt einfach wirklich eine Verspätung sein. Und was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass halt der Druck im System mit dieser Komplexität, die wir haben, mit diesen Kreuzungen, mit diesen immer schärferen Anforderungen, dass halt auch der Druck auf die Zeit zwischen 11 und 11:30 immer mehr gestiegen ist. Und darum ist es ja auch erwünscht, dass wir da insgesamt ein Zeichen setzen können, dass quasi die Bevölkerung insgesamt mehr entlastet wird,
durch das man eben wirklich, und ich glaube, das ist auch die sensible Zeit, die Zeit ab dem 11 Uhr, insbesondere ab 11:30 Uhr, in der Sperrzeit, dass wir da die Bevölkerung wirklich können mehr schützen können. Und das ist, glaube ich, wirklich unser alles gemeinsame Ziel. Aber es heisst letztlich, die Bevölkerung muss es einfach glauben. Es gibt nicht weitere Einschränkungen für Flüge nach dem 11 Uhr. Ja, also ich möchte schon nochmal darauf hinweisen, wir haben in den letzten 20 Jahren, wir haben heute 50'000 Bewegungen weniger als vor 20 Jahren. Oder? Wir haben deutlich höhere Auflagen, insbesondere bei den Sicherheitsvorgaben in den schwierigen Wetterlagen, wo letztlich einen relativ grossen Druck ausgelöst haben auf die Verspätungen am Abend. Also es ist nicht, dass wir die Verspätungen am Abend haben, weil wir immer mehr Bewegungen haben. Das ist nachweislich nicht der Fall. Sondern der Druck auf Verspätungen ist mega im komplexen System und an einer höheren Sicherheitskultur relativ schwierig zum Einhalten. Wie Carmen auch gesagt hat, haben wir vor Corona, also im Jahr 2019, wo noch Normalbetrieb war, doch auch können beweisen, dass wir die Verspätungen am Abend auch nicht nur stabil behalten haben, sondern auch leicht reduziert haben. Und der Druck bleibt. Aber uns sind da doch auch limitiert, mit welchen Massnahmen wir arbeiten können. Und es gibt mehrere Massnahmen, die da ja auch im Ziel öffentlich diskutiert sind. Das sind die Schnellabrollwege, die wir schon realisiert haben. Die haben sehr wohl ein Wirkung erzielt. Das sind Optimierungen im Betrieb, was auch das Warten auf Anschlusspassagiere betrifft. Die haben wir auch realisiert. Und dann gibt es neben der Pistenverlängerung noch das Projekt von der Pistenumrollung, wo auch wir die Situation verbessern. Und so hat jedes Element, ist letztlich ein Puzzlestein, dass wir die Situation besser in den Griff kriegen. Aber wenn wir einfach nichts machen, dann können wir auch nicht erwarten, dass es eine Verbesserung gibt mit dieser Verspätungssituation am Abend. Und dass wir das nicht missbrauchen für mehr Kapazität im System am Abend. Also da haben wir erstens auch als Flughafen eine Verantwortung, weil wir auch wollen, dass die Bevölkerung hinter dem Flughafen auch in 20 Jahren noch steht. Und zweitens können Sie auch sicher sein, dass der Kanton uns da sehr genau wird auf die Finger schauen, dass wir das nicht in irgendeiner Form missbrauchen, um da am Abend mehr Kapazität reinzuholen. Das ist auch in keiner Art und Weise vorgesehen. Aber wenn Sie ein Flugzeug haben, das auf Südamerika muss, auf Fernost muss, mit den Zeitzonen, können Sie das einfach nicht eine Stunde früher starten, sonst landen Sie dort mitten in der Nacht und dann haben Sie auf dem anderen Ende der Reise wieder ein unlösbares Problem. Also von dem sind wir darauf angewiesen, dass wir die Flüger auf die Viertel vor 11 Uhr planen können. Aber wir sind auch angewiesen, dass wir ein System haben, wo wir auch sicherstellen können, dass die vor dem 11 Uhr draußen sind. Und da habe ich doch versucht, auch insbesondere mit der Pistenverlängerung im Norden aufzuzeichnen, wieso das System doch das wesentlich vereinfacht. Ich möchte einfach erwähnen, also ich verstehe, wenn man kritisch anschaut, oder? Wenn man die Vergangenheit anschaut, dann hat das mit das Thema Süddeutschland, das Thema Sperrzeiten, oder, wo man hat müssen System ändern, das Thema Südanflüge und die ganzen leidvollen Geschichten, da verstehe ich, dass die Bevölkerung irgendwie sagt, ja, was kommt denn da noch? Ich muss aber sagen, seitdem und auch in allen letzten Jahren haben wir sehr darauf Wert gelegt, dass wir verlässlich sind, dass wir transparent sind, dass wir erklären, was der Hintergrund ist und dass wir nicht irgendwo die Sachen einfach ohne demokratische Prozess wieder verändern wollen. Und ich habe Ihnen gesagt, das System, das jetzt ist, und der Ziel, mindestens habe ich habe kein anderes Signal, der ist verlässlich. Und auf diesem Weg wollen wir auch gehen. Und wir haben auch im Zusammenhang mit der Postulatsantwort zum Postulat ZFI ja klar gesagt, auch da wollen wir keine Veränderung. Der Regierungsrat beantragt keine Anpassung, wie wir können nachweisen können. Speziell die EMPA hat das nachgewiesen, dass es uns gelingt, wenn wir weiter arbeiten, auch an einer modernen Flotte, an einer Flotte, die gut ist für das Klima, eine Flotte, die aber auch effizient ist, dass wir dann die Vorgaben sogar einhalten können. Und ich meine, das muss unser gemeinsames Ziel sein, dass wir einerseits einen Flughafen haben, der erfolgreich ist, der seine volkswirtschaftliche Bedeutung kann erfüllen kann, der aber auch sicher ist, das ist zwingend, und wo aber die Bevölkerung auch am Schluss entsprechend schützt. Und auf dem Weg sind wir wirklich. Und wir haben auch nachgewiesen, dass wir
auch Ende von diesem Jahrzehnt der ZFI einhalten können. Vorausgesetzt ist natürlich, dass die Swiss weiterhin ihre Strategie aufrechterhält, dass sie in moderne, CO2-neutrale Flugzeuge investiert. Und das tut Swiss. Also das Bekenntnis haben wir von der Swiss, das hat sie ja mehrfach öffentlich kundgetan. Und ich denke, der erfolgreiche Weg, den wollen wir eigentlich weiterhaben. Und in einem gewissen Sinn muss man dann auch ja, vertrauen, dass wir den Prozess korrekt führen. Hat es noch weitere Fragen unter Ihnen? Stichwort der Rollweg um Piste 28 rum. Der ist nicht Teil von dem Projekt, oder? Weil er wahrscheinlich nicht unter § 19 vom Flughafengesetz fällt, oder? Genau. Aber wird das gemacht nächstes, oder? Ja, dort geht es direkt in die Phase Plangenehmigungsgesuch. Und dort wird ja dann auch, also jede Gemeinde kann auf dem Rechtsweg auch Einspruch erheben gegen diese Punkte. Notabene auch bei der Pistenverlängerung wird es nach dem politischen Prozess ja auch die Plangenehmigungsgesuch geben. Auch dort ist das nachher möglich. Und bei der Pistenumrollung läuft das direkt über den Rechtsweg. Dann muss ja alles dann im Rahmen sein von dem, was im Ziel vorgegeben ist. Sonst hat man eh keine Chance und hat dann dort die ganzen Abwägungen mit den Umweltauswirkungen, wo dann natürlich in den Rechtsverfahren auch muss der geltenden Umweltgesetzgebung entsprechen. Aber es ist nicht ein Geschäft, wo eine demokratische Abstimmung ja, weil er nicht so Kapazitätserweiterungen und Veränderungen führt im Sinne von § 14 vom Flughafengesetz. Ja. Noch etwas Letztes zum Einbezug der Bevölkerung. Früher hat es ja die grosse konsultative Konferenz, also wie es geheißen. Das war nie vorgesehen für diesen Prozess voraus. Doch, wir haben die konsultative KKFZ, also die mit den Gemeinden und mit den Organisationen. Ja, das haben wir jetzt einfach das letzte Jahr in der Pandemie, haben nicht gewusst, wie wir das machen sollen, ganz ehrlich gesagt. Und die sind jetzt bereits eingeladen. Also selbstverständlich werden wir die beiden Gremien begrüßen und anhören. Ja. Beide Gremien, also welche sind das? Ja, es ist das konsultative Organ der Gemeinden. Und da gibt es noch sogenannte Infokonferenz, das sind die Organisationen, das mit den Gemeinden steht im Flughafengesetz. Und das mit den Organisationen aus allen Himmelsrichtungen, für und gegen den Flughafen, die Organisationen machen wir freiwillig, seit vielen Jahren, und die sind auch eingeladen. Ja, so leid. Mach's nicht. Nochmal eine kritische Frage muss stellen. Sie reden, also die Pistenverlängerungen dienen die Sicherheit, man kann Kreuzungen entschärfen. Es gibt jetzt aber noch den berühmt-berüchtigten Straight, also den Südabflug geradeaus. Auch der würde massiv Sicherheit bringen. Wir wissen, dass 2002 oder 2003 mal zwei Flügerschirr zusammengestoßen werden in der Luft. Die Zürcher Regierung wehrt sich aber massiv gegen den Straight. Was können Sie dazu sagen? Bleibt die Haltung gleich? Ich meine, das wäre ja, ist ja sicherheitstechnisch auch massiv relevant. Und es würde von der Kapazität her wäre es mindestens auch nicht schlecht. Also das muss so der Stefan Wittrich. Ich habe das Dreh sehr kapazitätsrelevant empfunden bis jetzt. Nicht als Sicherheitsmaßnahme. Aber ich kann Ihnen ganz einfach sagen, die Haltung der Regierung hat sich nicht geändert. Aber es ist auch nicht das Thema jetzt. Weil der Strait über Mittag, in der Mittagsspitze, ist kein Thema im Ziel. Also wir hatten auch keine Grundlage für das. Der Bund hat die Südanflüge in der Mittagsspitze nicht in den Sachplan Infrastrukturluft eingetragen. Darum ist er ist einfach kein Thema. Aber ich weiß nicht, Sicherheitsrelevanz von es der gibt im Strait ja zwei Dimensionen. Das eine ist der Strait bei Beise. Das ist dann, wenn man anstatt nach Westen nach Osten startet und somit auch der Kreuzungspunkt noch näher ist. Der Strait bei Beise hat man ja im Rahmen des Betriebsverfahrens BR 2017 auf die Piste geschickt. Die Regierung und der Ziel ermöglicht das und die Regierung hat das unterstützt. Und so läuft das Verfahren ja mit den Straits bei Beise. Und dann gibt es die Straits im normalen Nordkonzept, die zu einer Kapazitätssteigerung führen vom Flughafen. Und da hat Bund und Kanton sich dagegen geäußert. Und
Das zeigt ja letztlich auch wieder, wie jetzt auch die Pistenverlängerung. Ich meine, ohne Abwägungen im Sinn der Allgemeinheit landen wir immer mehr in komplexen Verfahren, die nicht mehr auflösbar sind. Und dass es aber auch nicht jetzt kann wie ein Schalthebel geben kann, wo man frei kann alles machen kann, das ist irgendwie auch klar. Und so, auch wenn wir das als Flughafen im Sinn auch von der Wählerspitze sehr würden unterstützen, verstehen wir letztlich auch, dass da immer eine Abwägung von allen Interessen muss stattfinden. Und die ist so gewesen, dass der Süden mit den Straits by Bisa durchaus auch muss mehr Lasten auf sich nehmen, weil dort einfach auch die Sicherheitsbedenken am grössten sind. Aber man kann auch nicht jetzt am dichtest bevölkerten Gebiet am Tag eine deutlich höhere Kapazität zumuten. Das sind auch aus meiner Sicht wieder umsichtige Abwägungen aus Sicht von der Allgemeinheit, die da stattgefunden haben. Danke für die Präzisierung. Also wenn es Sicherheitsrelevanz hat, hat man das gemacht. Das wäre das BISA-Konzept. Wenn es um Kapazitätserweiterung geht, dann hat der Kanton und der Bund haben Nein gesagt und das nicht verankert. Dann darf ich Sie fragen, haben Sie weitere Fragen an uns? Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Ich freue mich auf Ihre Berichterstattung und wir stehen natürlich selbstverständlich für Sie noch persönlich zur Verfügung. In dem Fall wäre die Medienkonferenz geschlossen. Merci vielmals.